So, hallo meine Lieben, seid mir gegrüßt. Willkommen hier in, wo sind wir? Ich glaube Altenrhein, ne? In St. Gallen. Zu einem gemeinsamen Stream wieder mit dem Claudio. Ich hoffe, ihr habt alle die Möglichkeit gehabt, euch vielleicht sogar beide Streams anzuschauen. Ich sehe gerade, hier ist der Multistream-Link bei mir drin. Sehr schön. Ihr seht auch hier drei Flieger. Der ganz vorne, der ist meiner. Das ist eine Saab 340 von X-Aviation. Dahinter ist der Samu mit der Austrian Dash 8. Und ganz hinten ist der Claudio, auch mit einer Saab 340. Das Wetter ist leider ziemlich mies. Überhaupt nicht schön. Vor allem an unserem Zielflughafen, der nicht einfach anzufliegen ist, ist das Wetter auch nicht besonders gut. Wahrscheinlich marginal für den Anflug, den wir machen wollen. Insoweit wird das also interessant. So, ich sehe, es sind eine Menge Leute da. Unter anderem die dann Zapp, grüß dich. Tatze, hallo. Lights Out Photography, hallo. Kirsten, grüß dich. Afrobyte, dann wisst ihr da noch Schönes. Meteo, grüß dich. Jo. Ah ja, Pikas, grüß dich. Wolfgang, hallo. Hoffentlich habe ich jetzt hier niemanden übersehen. Jo, ist eine Menge los. Der Claudio kommt auch gerade live. Das heißt, ihr könnt jetzt mal versuchen, ob ihr das mit dem Parallelstreamen hinkriegt. Costa ist nicht im Stau, nee. Wir mussten uns erstmal absprechen. Da mussten wir unsere Parkingpositionen irgendwie arrangieren. Und ja, jetzt bereitet sich jeder von uns erstmal noch schnell auf den Flug vor. Ich bin bereits in Iveo angemeldet hier, ne, deswegen können wir auch die anderen Flieger sehen und habe auch schon den Flugplan gefeilt. Und was wir jetzt machen werden, ist, dass ich euch mal ganz kurz zeige, wo es heute hingeht. Wir befinden uns jetzt hier, wie gesagt, in St. Gallen, Altenrhein. Das ist hier oben auf der Karte. Wenn ihr mal hier schaut. Ups, das wollte ich jetzt aber nicht. So, na, wir sind hier direkt in St. Gallen. Das ist am Bodensee. Wir werden auch wahrscheinlich über den Bodensee abfliegen, so wie es aussieht. Da ist übrigens Friedrichshafen, damit ihr so ein bisschen als Orientierung das Ganze habt. Und wir fliegen dann erstmal Richtung Trasadingen. Das ist tatsächlich in Deutschland, glaube ich, wieder. Oder an der Grenze zumindest. Und von Trasadingen geht es dann südlich über die Alpen. So in etwa 16.000 Fuß, also Flugfläche 160, runter über die Berge Richtung Lugano auf der anderen Seite des Alpenkamms. Und ja, wir müssen aufpassen, wir haben hier eine Menge hoher Berge. Und so wie es aussieht, wie gesagt, werden wir hier in Lugano einen ziemlich marginale Sicht haben. Wir werden also hier anfliegen müssen und das ist also ein durchaus anspruchsvoller Anflug, den wir da heute planen. Da könnt ihr also, hey du, grüß dich, da könnt ihr also dann euch schon mal überlegen, was die Landeraten da eventuell sein könnten, wenn wir überhaupt schaffen zu landen. Pedu, genau, STR 991, hiho, grüß dich. Tatze, hallo. Avalonion, danke für die Grüße. Ja, ich werde zeitweise ziemlich beschäftigt sein, weil das heute tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller ist, von der Route her und so weiter. Und wir haben auch, wir sind online, aber was ich noch gar nicht gecheckt habe, ist, ob wir überhaupt ATC haben. Und dann müssen wir mal gucken. Eieiei, wir haben. Oh ja, doch, wir haben ATC. Ich hatte mir also ein bisschen gewünscht, dass wir vielleicht doch keine haben. Also, wir haben auf jeden Fall mal Zürich Tower und Zürich Approach. Der wird uns, aber der ist für uns nicht relevant. Aber es LSAG ins Center. LSAG. Ja, gut, da könnte natürlich sein, dass. Ach, warte mal, dann könnten wir hier mal kurz, müssten mal kurz einstellen hier. Ich habe das online aus. So, schalten wir mal ein, weil dann zeigt uns nämlich Little Navmap auch die. Schauen wir mal. Zeigt uns Little Navmap hier die aktuellen Center an. Ja, also wir werden wahrscheinlich.
den Center Controller haben. Bereichskontrollzentrum, komm, Frequenz 124225, das werde ich gleich schon mal 124225, das drehe ich schon mal ein. Da werden wir uns dann wahrscheinlich nach dem Start hin verbinden müssen. So. Ja, die Saab ist wie gesagt ein bisschen komplizierter, so vom ganzen Ablauf her. Und weil ich auch schon länger nicht mehr in der Saab geflogen bin, hole ich mir jetzt hier auch durchaus die Checkliste her und gehe mit der mal ganz schnell durch. So, Navlight ist an, Beacon mache ich auch schon mal an, Gearhandle ist down, Flaphandle ist up, Radartransponder ist auf, das kann man ja gar nicht sehen, ist Standby. Dann Batterien sind an. Externe Power habe ich schon aktiviert. Die Avionics sind schon eingeschaltet. Dokumente sind an Bord. Side Panels, Oxygen machen wir auf. Overhead Panel, jo, da ist jetzt soweit erstmal, das ist jetzt soweit erstmal okay. Die Passagiere, eure Lichter sind schon an. Schnallt euch bitte an. Pedestal, da sind wir hier noch in der Ausgangsstellung, hier mit dem Gastlock auch aktiviert. Und die Tests machen wir nicht. So, dann könnte man jetzt normalerweise einen Rundgang machen, den erspare ich uns hier. Das dauert zu lang. Und dann geht's Richtung walk around. So, before engine. Start Checklist. Also Batterien sind an, External Power ist an, Bleed Valves Reset Auto. Dann die Avionics sind eingeschaltet, Oxygen on, Circuit Breakers, die sind alle an, Flight Recorder brauchen wir nicht, Parking Brake ist set, Cabin Signs on, Engine Instruments, die sind okay, die müssen auf Normal stehen. Fuel Quantity, so, da haben wir, ja, das reicht locker. Das reicht locker. Hydraulics, Anti-Skid ist on, die Pumpe sind auf Auto, das ist okay. Cabin Pressure, Set, Power Condition Levers sind hier in Ground Idle und hier im Fuel Cutoff. Und die Trims, ja, ich weiß gar nicht genau, was ich da einstellen soll, weil ich hier nämlich gar nicht sehen kann, wie die Trims eigentlich stehen. Ne, hier ist keine Anzeige. Ich überlege gerade, ob das irgendwo eventuell angezeigt wird. Das Cabin Altitude. Naja, gehen wir mal davon aus, dass das passt. Und Takeoff Data. Gut, das müssen wir natürlich noch bestimmen, aber ich mache das normalerweise so, dass ich etwa bei 110 hier abfliege. Und der Witz ist irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man da irgendwo setzt. Da kann ich mich nämlich nicht erinnern. Aber ich weiß, dass ich so um die 110 bis 115 rum ist die Rotation bei dem. So, gut. Jo, dann. Das war schon die Before Start Checklist. War ich so schnell gewesen? Tatsächlich. Da haben wir ja noch die Beacon an, genau, die müssen wir noch einschalten. Beziehungsweise, das können wir auch so machen. Ah, die habe ich schon eingeschaltet und die Doors, die sind nämlich noch auf. Da müssen wir jetzt mal nach draußen und dann müssen wir nämlich mal das ganze Zeug... Ach nee, die sind ja wieder zu. Na, umso besser. Dann brauche ich mich da nicht mehr drum kümmern. Dann schmeiße ich jetzt mal alle diese Sachen weg. Die GPU lasse ich aber noch, die braucht man nämlich zum Start. Zumindest für den ersten Flieger. Und dann sind wir im Prinzip bereit. Der Stream ist in der sonst üblichen Qualität. Es sieht so aus, als ob auch ganz normal mit 3 Mbit übertragen wird. Also keine Ahnung, vielleicht nochmal neu laden. Sagt Bescheid, wenn auch bei anderen der Stream schlecht aussieht. Ich hoffe es natürlich nicht, ne? Hallo David, grüß dich. Hallo Rocket. Ich hoffe, der eine oder andere ist bei euch auch beim Claudium Stream und guckt. Nicht nur alle bei mir. Ingo, grüß dich. So, ja,
Also, jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt schauen wir mal, was machen denn die anderen Kollegen. Die sind alle stumm geschaltet, das heißt, die sind alle dabei, ihre Flieger auch aufzusetzen. Und ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir uns mit dem Center verbinden müssen oder nicht. Das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Oder ob wir im Prinzip abfliegen und uns dann während des Steigflugs dann verbinden. Hallo Jürgen, grüß dich. Gut. Ja, wie gesagt, die anderen sind auch gerade am Aufsetzen. Ich persönlich höre die Streams nicht. Das heißt, ich bin jetzt nicht ganz sicher, was beim Claudio gerade so abgeht. Deswegen warte ich mal, bis sie sich in irgendeiner Form bei mir rühren. Ich werde mal den Center Controller mal einschalten. Können wir auch mal testen, ob das mit dem ATC klappt, falls da überhaupt irgendjemand spricht. Schauen wir mal kurz. 1, 2, 4, 2, 2, 5. Swiss Radar ist das. Es klingt sehr still, ne? Ich glaube nämlich, dass da noch was mit dem. Da stimmt wahrscheinlich noch was nicht. Moment, mal kurz prüfen. Das habe ich befürchtet. No reply from server. Maybe the server is offline. This is not good. This is gar nicht gut. Gut. Dann, da war nämlich vorher was mit neuen Servern. Möglicherweise muss ich andere Server benutzen. Ich gehe mal auf den nächsten. Disconnected. Das läuft ja irgendwie nicht so richtig rund. On same computer, nee, Quatsch. So. Ja. Das ist nicht gut. Was machen wir denn da? Das geht ja schon wieder gut los. Hier in diese Konsole rein. Sehen wir da irgendwas? Stun determined active P2P independent filter, your IKEO. Ja. Komischerweise ging das ja gerade noch. Connecting as Daka to Shard. Okay. Das ist jetzt ein bisschen. Dumm gelaufen. Wenn wir Pech haben. Denn ich kann hier nicht viel machen. Ne? Ich kann das Programm nicht neu starten. Denn da muss ich den ganzen Simulator neu aufsetzen. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das noch irgendwie. Was könnten da jetzt falsch sein? Schauen wir mal. Preferences. WX off. Multiplayer on. So, hallo Costa und hallo Livestream. Hallo Samu, ich komme nicht mehr rein in den IWAP. Ich werde hier ständig rausgeschmissen. Ich habe es gerade gesehen. Schick mal deinen Flugplan ab und dann Habe ich versuch's schon? nochmal. Okay, aber kann ich Ja, gerne nochmal machen. Das ist kein Problem. Warte mal, ACARS, Send Flight Plan. So, machen wir nochmal Send Flight Plan. Aircraft Type is invalid. Ach, er hat ja wieder leer gemacht. Mei. Gut, nochmal SF34, Saab 340. Keine Airline. Oder muss ich da irgendwas angeben? nee, ich Nee, denke, ne? Airline ist nicht pflichtig. Nee. Send Flight Plan. So, habe ich geschickt. Dann machen wir Connect. Chart 1. Jetzt hat er mich auf den Sechser. Okay, hat funktioniert. Wunderbar.
So, jetzt das werden wir gleich sehen, wenn ihr wieder auftaucht. Machen wir mal diese Konsole-Window weg. Da, genau. Sehe ich euch schon? Nee, noch ich sehe jetzt, dich. Jetzt kommst. Jetzt seid ihr wieder da. Sehr schön, jetzt probiere ich es nochmal auf. Macht ihr eigentlich die Center-Frequenz? Oder ist der für uns zuständig? Weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken. Also Swiss Radar. Swiss Radar. Da ist bei mir gar niemand online. Ja, es kommt irgendwie, aber es kommt keinerlei Angaben zu dem Swiss, ja, auf dem Web ist es Swiss bei Genf unten, also nicht für uns zuständig. LSAG INS Center ist das. Und genau. Den höre ich jetzt auch. Der ist bei Genf unten. Genau. Die Frage ist der für uns zuständig eigentlich? Nee, der ist für uns nicht zuständig. Der ist nicht zuständig. Okay, das heißt, wir werden auf der Unicom abfliegen. Sehr gut. Genau. Gut, wie weit ist der Claudio schon mit seinem Setup? Der ist dabei. Ja, gucken. Grüße übrigens auch vom Chat hier, ne, an dich. Ja, Grüße zurück. Genau. Der David ist auch schon wieder über Russland unterwegs. So, er hatte Urlaub. Und im Urlaub wird viel geflogen. Naja, kennen wir ja vom Worldflight, ne? Wir sind ja so Verrückte, die in ihrem Urlaub fliegen, virtuell. So, also, ich werde auf Flugfläche 160 fliegen, weil ich glaube nämlich, dass 180 zu hoch ist. Ich habe nämlich gestern mal so ganz testweise schon mal so einen Teil der Route geflogen und da war ich auf Flugfläche 120 und ich musste schon ordentlich runterprügeln, um die Höhe für den Anflug zu erreichen. Daher bleibe ich bei 160. Aber das ist auch okay, wenn wir unterschiedliche Höhen haben. Gut. Habe ich das eigentlich in den Flugplan eingegeben? Gute Frage. Nächste Frage. Moment. Was habe ich denn da eigentlich als Flughöhe? Ja, 350. Genau. Und 440 Cruise Speed. Ja, klar. Das ist eher sowas wie 190. So. Jetzt haben wir den angepasst. Wann ist nach Flugplan Abflugzeit? Naja, theoretisch hätten wir schon losfliegen müssen. wir beeilen uns. Wir sind mal wieder ein bisschen spät dran, wie üblich. Gut, ich mache jetzt mal den Engine Start. Wir haben noch die externe Power. Jawohl. Hier ist soweit alles da. Das müsste eigentlich fast reichen. Das heißt, jetzt muss ich den... Ach ja, und ihr seht wieder meine Achsen. Nee, 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 bleibst du? Oh je, oh je, oh je, oh je. So, ganz ruhig. Und rechtes Triebwerk. So. Jo. Hat gut geklappt. Allerdings ist aus irgendeinem Grund der Strom weg gewesen. Das hätte eigentlich gar nicht sein dürfen. Naja. So, dann können wir nämlich jetzt, sobald das eine Triebwerk drin ist, können wir nämlich jetzt hier die externe Power ausschalten und dann können wir die wegmachen lassen. So. Und dann starten wir das zweite Triebwerk. Und damit das funktioniert, muss der Hebel hier in dieser Startposition sein und da muss er ziemlich genau sein, weil sonst das oben nicht funktioniert. Dann haben die das halt umgesetzt. Und wenn es klappt, dann gehen hier die Lichter aus. Das ist kein Problem, sondern das macht er halt, damit er dann die ganze Energie sozusagen in den Start des Triebwerks packt. Ja, ich nehme die Oma mit. Kein Problem. Oma Zapp darf auch mit.
Hallo Delta Exe. So, jetzt hat er hier unten wieder. Ja, irgendwann wird mal zu Ende sein mit Reset beim GPS, weil da müssen wir nämlich jetzt dann auch gleich noch den Flugplan eingeben. So. Und dann schauen wir uns den Flugplan mal an. Wir wollen fliegen. So, das machen wir jetzt mal hier in Clear. Ne, wie war das? Clear. Yes. Clear. Yes. So, LSZR. Und unser erster Wegpunkt ist Trasadingen, beziehungsweise wir können hergehen und können sagen Prozedur, Select, Departure. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Costa. Hallo Claudio. Grüß dich. Nur schnell zur Info, wir müssten, glaube ich, wegen dem Wind aufgedreht. Aha. Geht auf 110. Ich prüfe das jetzt eben nochmal, also 110 okay. Flyfinance. Ich check auch nochmal das Wetter. Mhm. Ja, wir haben 110 5 Knots, genau. 110 mit 5 Knots, das heißt. Runway 10. Dass wir die Runway 10 nehmen, die ist ja ziemlich nah dran. Da müssen wir einen kleinen Backtrack machen. Genau. Damit wir die nutzen. Okay. welche Departure-Route? Ich habe Trasadingen to Lima genommen. Die Trasadingen to Lima. Die geht ziemlich direkt dann in den Norden. Trasadingen to Lima, da ist er. Ja, ihr seid eigentlich schon bereit, hä? Ja, so ein bisschen schon. Okay, dann würde ich schnell noch hier das Kerosin prüfen, wie schwer das wir sind. Hier stelle ich noch den Bug ein, wir mit 160, das passt. So, dann von Trasadingen. Genau, wo war jetzt die Flugroute nochmal? Moment. Von Trasadingen fliegen wir dann auf der November 8. Kann man in das normale GPS Luftstraßen eingeben? Nein. Nee, ne? Ich hab alles einzeln eingegeben. Okay, dann muss ich mir das angucken. Flugplan, Fenster, Flugplanfenster. So, dann kommt Ripus als nächstes. Ja, das ist korrekt. So, bei mir schaue ich die Anzahl Kerosin. Ich habe ungefähr 1100 Kilogramm Kerosin an Bord. Das sollte auch passen. So, dann würde ich nämlich mal hier die Kompass wegstellen. Müssen wir hier pushen oder ist das mehr oder weniger ein Naja, ich würde fast sagen, nachdem ich ganz rechts stehe, werde ich als erster einfach losrollen, nach rechts wegrollen. Dann hast du Platz, um mit deiner Dash auch abzurollen auf den Alpha Taxiway. Ja. Hm? Und dann am Schluss der Claudio. Weil sonst wird es ein bisschen eng hier, glaube ich. Ja. Ripus, dann next Waypoint ist Gersa. Gersa, das ist jetzt natürlich. Oh, halt. Gersa. Es ist etwas langwierig hier mit dem Eindrehen von den Wegpunkten. Dem Garmin. Ja. Okay, ich hole mir mal die Checkliste für den Rest. Mach mal. Bevor Engine Start. Bleed gehen auf Auto. Reset. Bei mir laufen die Triebwerke schon. Ionics ist Oxygen haben wir geprüft, Circuit Breakers sind geprüft, Flight Record, wir sind heute die, übrigens sind wir die Crossair 2808. Ja, gibt auch ein Auto, mit dem man die Tastatur, den Flugplan eingeben kann. Ah, super, ja, habe ich allerdings jetzt gerade nicht hier. müsste ich dann bei Gelegenheit machen. Engine Instruments. Allerdings bin ich so selten im Dings unterwegs, hier in dem hier. Oh, ja. Der Saab ist eigentlich, mit der bin ich jetzt einmal geflogen. Einmal? Also ja. Ein bisschen öfters bin ich schon geflogen. Ja, da hast du ja wieder einen richtigen Flug ausgesucht, um sie gut kennenzulernen. Genau. Die liebe gute Saab.
Degat. Ja, die Typ ist ein bisschen. Wir sind fast bei 1000. Dann die Baro, die stimmt Degat ungefähr. Ja. Enter, accept. Und Power Condition. Odina. Ground Idle. Haben wir schon eine Anflugroute? Oder. Odina, 7 Lima und dann gehe ich sowieso über die Zero One. Ja, über auf jeden Fall. Also dein ILS. Mhm. Und dann entscheide ich kurzfristig. Genau. Ja, Transition ist Caldo, ne? Transition ist Caldo, genau. Ja. Genau. So, Procedure. Okay, dann starte ich mal das Arrival. Das, was habt ihr gesagt? Die. Odina, 7 Lima. LSZR, nee, das ist ja der falsche. Was macht er denn da? Ja. So, ich muss mal. No, remove waypoint. Halt. nein, no. So, Türen sind zu. LSZR nach LSZR. Das ist natürlich ein bisschen bescheuert, ne? Denn eigentlich fliegen wir ja von nach LSZA. Gut, das heißt, den müssen wir jetzt hier mal kurz editieren. Und Strobelights kommen dann später. So, Teil starten. Set. Engine Number 2. LSZA. Enter Lugano. Wir fliegen nach Lugano, ne? Richtig. Ja, genau. Ja. Wieso steht jetzt. Hä? Okay, hier stimmt was nicht. LSZR, Runway 10, ja, bla bla. Und dann haben wir hier noch. Ne, der muss raus. Der ist falsch. Gut. Und dann können wir jetzt die Procedure. Und jetzt nochmal Arrival. Und da hatten wir gesagt, nehmen wir die Odin 7 Lima. Enter. Load. Und dann wählen wir noch aus die Anflug. Approach, das so ist der IGS, das ist kein ILS, sondern ein sogenanntes IGS, so ähnlich hallo wie beim Rocket und hallo Alpha Aviation Delta Exe, hallo Kalb. Der Trofeo ist auch wieder da, super, hey Daniel der Daniel Kaiser, ich habe die Saab heute ist die Saab dran, so eben, ihr habt gesehen, dass der Strom geht kurzzeitig weg, so ich gehe mich da auch wieder mal ganz kurz. Mhm. Nur ganz kurz und weg war er. Ja. Genau, wie heißt denn das? Das müsste ich schauen. Jo. Werden wir schon finden. Das gucke ich mir dann nach dem Stream mal an. Wie man das macht, dass man hier auch die Tastatur benutzen kann. So, ihr seid noch alle da. Ja, meine Triebwerke laufen. Ich habe vergessen, hier, jetzt machen wir hier mal weiter. Ich bin nämlich eigentlich noch gar nicht fertig hier mit dem Setup. Gut, dann holen wir mal die After Takeoff Before, nein, da waren wir schon. After, also der Autocorsen, der, ich weiß immer noch nicht, was der genau macht, aber er corst halt, ne? Dann der Bastai, der ist auf Auto. Wir haben hier noch eigentlich müsste sich der jetzt irgendwann mal die Lampe abschalten. Okay, ich habe jetzt die Condition Levers auf Max gesetzt. Genau, das hat wahrscheinlich noch gefehlt. Jetzt müssen wir hier mal die. Allerdings, wir müssen es auf die Max. Die Max ist nicht ganz vorne, sondern die Max ist ein Strich vorher. Gut, die externe Power, die haben wir doch abgeklemmt, oder? Moment. Genau, die sind nämlich da. Sehr schön. Dann die Generators haben wir gesetzt. Air Conditioning ist gesetzt. Jawohl. Emergency Lights, die müssen wir noch armen. Für den Fall, dass wir eine Emergency haben. So. Ja, X-Plane und Maus. Das habe ich schon gedacht, der X-Plane wäre abgestürzt. Ach nö, ich versuche nur gerade den Schalter auf die Armposition zu bringen. Das dauert manchmal ein bisschen. Fuel okay. Used Reset. Genau, den machen wir jetzt mal.
Ach ja, da war doch was. Irgendwie muss man den drehen und dann rausziehen oder so. Jetzt, also so eine schnelle Aktion mit der Maus. Normalerweise dreht man den und drückt nach innen. Das ist natürlich mit der Maus ein bisschen schwierig zu machen, aber es geht. Condition Levers Max, das haben wir jetzt schon gemacht. Dann Ice Protection. Ja, was haben wir nochmal gesagt? War das Wetterchen, Temperaturen auf jeden Fall mal unter 10 Grad. Das heißt, wir werden auf alle Fälle... 4 Grad. Ja, ich sag ja, unter 10, also 4 Grad. Na, dann machen wir mal hier so die normalen Eissachen an. Dann natürlich das Staurohr. Und ich werde auch die Propeller-Enteisung schon mal vorsehen. So, Condition Levers hatten wir schon. Ice Protection Overhead Panel. Einmal gecheckt. Keine komischen Lichter. Beacon ist an. Gut. Jetzt warten wir mal, bis der Claudio soweit ist. So, ihr seht uns hier übrigens drei auf dem Little Nav Map, hier unten auf der Karte. Könnt ihr sehen, wir haben mich hier ganz rechts, dann den Samu hier in der Mitte mit der AUA, also mit der Austrian Airlines. Und ganz links ist der Claudio mit CRX. Was ist das nochmal? Ah, Crossair. Das ist mit einer Crossair 2808. Und ich komme unter meinem ganz eigenen Kennzeichen Delta Alpha Charlie Kilo Alpha. Das steht für Delta Alpha. Ja, gut, ein Alpha bin ich jetzt nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass eine Saab ein Alpha-Kennzeichen hat, oder? Vielleicht doch. Ach, ist auch egal. Ist ja wurscht. So, EFIS. Ja, das müssen wir jetzt noch ein bisschen richtig einschalten. Moment mal. Und zwar, wo war denn das hier? Das ist der Range. Mount Standby, das ist das Radar, glaube ich. Er hat gerade einer beim Claudio reingeschrieben, dass LSZR im Bereich von dem Approach von Zürich liegt und wir hätten von ihm die Clearance holen sollen. Wofür Clearance holen? Für hier Startup Clearance. Ah ja. Also in welchem, bei welchem Approach sind wir angeblich mit dabei? Anscheinend bei dem Approach, also Approach wahrscheinlich der von Zürich. Ich melde mich bei dem an und frage ihn mal an. Melde dich mal bei dem. Ich guck mal auch, was da die Frequenz ist. Genau. Das ist LSZHWAPP. 118.05. Hallo, 05. Ich bin wieder da, sorry. Wir müssen uns beim Zürich Approach als für die Clearance anmelden. Ich hab's ihm schon gerade gesagt, genau. Ich hab's auch gelesen bei dir im Chat. Machen wir doch. Ja, wenn er uns will, dann kommen wir doch. Genau. So, bis später. Bis gleich. Bis später. So, 118 005. Aha, Zürich Arrival Information Echo. Identified, continue climb to flight level 120 after passing 5000 feet, left direct Eagles. So, dann brauche ich jetzt einen Stift. Also dann machen wir es mit. Sorry, say again, 85 off my climb 120, ne? Yeah, no problem, I say again, I think it was just... The 35 Mike, information. Your climb to level 120, are passing feet. Echo. No, you're still breaking up. LSZR, departure 1-0, aha. I've passed 5000 feet, direct to what framework? Digger, Delta Echo Golf Echo Zero. Center. 2 is not active, TMA 14 und 15 are not active. LSZR departure 10, approach 10 ILS. Yeah, you're breaking up every now and then. Aha.
I will try to do my connection. Echo. Alles klar. Or maybe it's my connection, that's also possible. So, jetzt muss ich mal gucken, I think it's my... ob meine Soundtaste noch. Die ist es nicht. Dirk Approach, grüezi, wohl Crossair 2808 on Zürich. Entschuldigung, Alten Rhein. Stand 1, Request Clearance. Clearance to Lugano. To Lugano. Information Egg. So, was ist das? Okay, I think someone has open mic. Korean Air 800? So, let's try again. Cross at 2808, to the arrival. Mist. Wir haben ein Echo, Echo. Yeah, this is the Crosshair 2808. I hear us double. Yeah, I needed to do that, sorry about that. So Crosshair 2808, Zürich, Departure, hello. Rami von Serat Alta Rhein to Lugano, Tra Sading and to Lima, Departure, Squawk 1000. Clear to... Hyper to Lugano via Trasendingen to Lima, runway 10 and squawk East 1000, Crosshair 2808. Crosshair 2808, yeah, right back, correct. QNH 1017, startup approved, report ready for taxi. QNH 1017. QNH 1017 and report when ready for taxi, Crosshair 2808. Dumme ist, dass dieser Vogel... Hello, Austrian 18 Alpha Information, Fox on board, in correction, in Alter Rhein, request startup to Lugano. Der zeigt uns das leider nur in der amerikanischen Schreibweise an, was ein bisschen unpraktisch ist. Break, break, space, no for date, is for you, continue climbing, Unica 1-2, that's my late, safe flight. Ja, thanks for service, cheers. So, Austrian 18 Alpha, clearance available, ready for copy? I'm ready, Austrian 18 Alpha. Austrian 18 Alpha, runway 10 at Alta Rhein to Lugano, Trasading and to Lima departure. Climb initially 5000 feet, squawk 1000. Clear to Lugano via the DRA to Lima departure route out of runway 10, climb 5000 and squawk 1000, Austrian 18 Alpha, thanks. Austrian 18 Alpha, I'll be back correct, United 1017, start approved, report ready for taxi. QNH 1017 and Zürich Approach, hello. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha with information echo request IFR to Lugano. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha Zürich arrival, hello. Runway 10 at Alta Rhein to Lugano, Trasading to Lima, initially 5000 feet, squawk 1000. Cleared to Lugano, Trasendingen to Lima, departure runway 10, initially 5000 feet, and squawk 1000. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha, the repeat correct. QNH 1017, startup approved, report ready for taxi. QNH 1017, startup approved, will report ready for startup. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha. Good. Eigentlich sind wir ja schon gestartet, das nehmen wir aber jetzt nicht so genau. Ich werde jetzt einfach offiziell beantragen. And Zürich, we are ready for startup. Delta Alpha Charlie, Kilo Alpha, startup approved, report ready for taxi. Startup approved, ready for taxi, will report. So, gut. Dann warten wir jetzt mal, dass die anderen... dass die anderen soweit sind und dann würde ich nämlich als erster sozusagen lostaxeln, damit die... Crossair 2808, request start. Crossair 2808, startup approved, report ready for taxi. Startup approved, report when ready for taxi, Crossair 2808. Gut, dann lassen wir jetzt die Jungs erstmal die Quirle hier anschmeißen.
Ja. Und sobald die ihre Propeller gestartet haben, dann kann man los. Ich mache inzwischen mal die After-Start-Checkliste, da hatte ich die schon. Crosshead 2808. Oh, er ist schon durch. Stop. Ah ne, ich glaube, ich habe die schon gemacht, ne? Genau. I try to join your channel. What? Channel. وين الشانل انا؟ وين ادخل على الشانل الحين انا؟ مغيرين الشانلات الله يلعنهم. What is this? So, Kilo Alpha Charlie, no correction. Kuwait Airways 800, City Arriver, hello. You was with open mic. Sorry about that, I needed to kick you because it was disturbing. So, expect a relax one Alpha Arriver. I call you back for more. You're not on my airspace, call you back. Okay. Ja, Delta Alpha Charlie Kilo Alpha Request Taxi. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha, Taxi to Holding Point Alpha Runway 10. Confirm you need any backtrack? I need backtrack, yes. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha. Delta Alpha Kilo, Delta Alpha Charlie Kilo Alpha, roger. Then backtrack approved. Line up and wait 10, report ready for departure. Backtrack is approved, line up runway 10 and call ready for departure. Alpha Delta Alpha Charlie Kilo Alpha. Ja, ich weiß. Austrian 18 Alpha, request taxi. So, sehr schön. Austrian 18 Alpha, taxi behind the Delta Alpha Charlie Kilo Alpha. Jetzt geht das wieder los. Taxi light an. So, standby. Kuwait there, 800, City Arriver. Und dann, wir müssen die diese Sperre hier ausmachen, weil sonst kommen wir nicht weg. Diesen Gastlock, das habe ich schon gestern gehabt. Yep, you have right now open mic, I hear you me two times. Rechts ist frei, links ist frei. Parkbrake aus und los geht's. Das ist relativ einfach. Der Weg. Der Approach Zürich, do you hear me? Quick, zero. Kuwait 800, I read you 5, just they have sometimes, and another pilot that he hear you. Halt, Moment. That you have open mic. I think it's a problem or something, but I hear you 5 or 5 if you need it. Ja, jetzt geht's. Leider hat die Steuerung noch nicht eingeschaltet. Kuwait 800, so I think it's not resolved the problem, I don't hear nothing, so it's okay. Wir so I call you back, expect a relax 1 alpha arrival for vectoring ILS approach on base 28. Descent to flight level 12. Hello Alpha Charlie 800, thank you. So awesome, Alpha, sorry. Hey, taxi behind the stall for the direction. This is Aisen, Sky Alpha, 10, be number 2. Oh. Be number 2. Yeah. Oh, so I'm going to Alpha, say again. Austin 18 Alpha, taxi behind the traffic on front of you. It's Sierra Foxtrot 34 aircraft and hold short Alpha Runway 10. You will be number 2 for departure. So, follow the traffic to Runway 10 and hold on Alpha Austrian 18 Alpha. Crosshair 2808, request tech. Crosshair 2808. Behind the Austrian A3 correction. That's 8 behind. You will be number 3. Expect your departure in 5 minutes. Taxi behind the traffic and number 3 for departure. Cross at 2808. That telephone blew up. telephone. Wir haben einen kleinen Troll hier auf der Frequenz, so wie es klingt.
glaube, da ist einer, hat das Mikrofon an, so wie das klingt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich links oder rechts rum hätte müssen, aber ist auch egal. Vorne stehen die anderen. Die verschiedenfarbigen Lichter, ja, das sind unterschiedliche, die grünen sind an den Runway-Enden. Wenn man grün sieht, ist man richtig. Wenn man rot sieht, ist man falsch. Und so weiter. Können wir nachher vielleicht mal kurz. So, wir sind da. Wir machen die Landelichter an und ich glaube, wir sind soweit dann bereit. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha at Runway 10, ready for takeoff. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha, der Wind in Alterein, 110 degrees for knots, Runway 10, clear for takeoff. Clear for takeoff, Runway 10, Delta Alpha Charlie Kilo Alpha. So, da fällt mir gerade ein, er hat glaube ich 5000 Fuß vorgegeben. Das haben wir noch nicht eingedreht. Das müssen wir mal ganz schnell machen. Weil wir sollen erstmal bis 5000 Fuß steigen. So, das machen wir jetzt. Also, außerdem gebe ich schon mal NAV vor und Vertical Speed Mode. So, auf geht's. Also, 18 Alpha, do you need any track? Yes, I need a backtrack, Austrian 18 Alpha. Austrian 18 Alpha, Roger, behind the boarding, Sarah Fox, 3-4 aircraft, line up and wait, Rotation. Runway 10, report ready for departure. Ja. Yeah. Line up runway 10 and backtrack and Austrian 18 Alpha. So, jetzt müssen wir dem Flight Director folgen. Ups. Oh ja, das ist wieder so ein ganz empfindliches Gesteuer hier. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha, wenn Times Cook Charlie. Sorry, ja, Mox Walking Charlie. Genau. No problem. Das hat nämlich nicht geklappt. Das klappt nicht immer. Was ist los hier? Moment. Jetzt ist er. Sehr schön. Gut. So, Delta Alpha Charlie Kilo Alpha hat 3700 feet identified. Continue your climb to flight level 120. Continue climb to flight level 120, Delta Alpha Charlie Kilo Alpha. So. Das heißt, wir müssen hier auf... And Delta Alpha Charlie Kilo Alpha, do you would like to follow the trans via 2 Lima departure, or you would like a shortcut? Oops. Warte mal. A shortcut would be okay, if you can give me a vector. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha, Roger, if possible, proceed direct to Vina. Direct to Vina, Delta Alpha Charlie Kilo Alpha. So, das müssen wir jetzt natürlich finden. So, ich werde jetzt mal erstmal das Heading, auf dem wir jetzt sind. Clear to approach, Speedbird 221, passing 140 to 6. Erstmal und dann machen 060. Wir Vertical Speed Mode, aber den... two aircraft. Speedbird 221, to the arrival identified. Continue your descent to flight level 100 and follow the Relax 1 Alpha arrival for vectoring ALS approach runway 28. So, und jetzt müssen wir kurz gucken, wo Vina ist. Descent flight level 100, follow Lemax approach runway 28. War das jetzt Vina oder hat er Odina gesagt? Speedbird 221, when time's cooked 1000. Say again for Speedbird 221. Speedbird 221 per Squawk 1000, please. Squawk 1000, Speedbird 22. Austrian 18 Alpha, ready. Austrian 18 Alpha, der Wind in Alterein, 110 degrees for knots, runway 10. Das ist jetzt gut, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau weiß, runway 10, clear to take off, Austrian 18. Wo ich hin muss. Cross at 2808, behind the boarding Austrian, 8.
Okay, wir fliegen jetzt erstmal die Route weiter ab. Und ich muss ihn nochmal fragen. Line up and wait. Backtrack is approved for runway 10 in alternate. Crosshair 280. Delta Alpha Charlie Kilo Alpha, confirm proceed direct to Dina. I didn't understand the waypoint. It's Odina, correct? Yeah, the last waypoint on your flight plan, direct Odina is approved. Direct Odina, thank you. Das war doch Odina. Sehr schön. So I have three aircraft in over. So the Kuwait 800 squawk 1000, please. Good. Das heißt, wir können jetzt den NAV-Mode, dazu müssen wir allerdings erst mal gucken, wo müssen wir denn da jetzt hin? So, Speedbird 221, the traffic, I will vectoring you now, turn right heading 180. So, nach Odina. Turn right heading 180, Speedbird 22. In diese Richtung. Und wir müssen hier umschalten auf GPS. Also 18 Alpha 2500 feet identified. Continue your flight level 120. Und dann können wir jetzt auf NAV, also hier ist jetzt GPS eingestellt. Das hat man gefehlt, dann ist hier NAV. Wir steigen noch auf 12. Wir sind ein bisschen schnell, wir nehmen zurück hier. Ja, man merkt, dass ich nicht oft mit dem Flieger unterwegs bin. Gut. Also, das sieht doch jetzt gut aus. Ich glaube, jetzt haben wir es. So, sehr gut. Hat er uns doch geholfen. Sehr schön. Toll. So. Wir müssen aufpassen mit der Geschwindigkeit. Crosshair 2808 is ready for depart. Crosshair 2808, 21 degrees for knots, runway 1, okay, for... Sehr schön. Clear for takeoff and runway 10, Crosshair 2808. So, ihr seht jetzt Delta auch... Delta Charlie Kilo Alpha, you're leaving my airspace, no for the ATC for you, continue climbing Unicorn 12, that's 8, goodbye. Continue climb on Unicorn 12.8. Danke vielmals. Schönen Abend. So, 122.8. Sind wir jetzt? Jawohl. Sehr gut. Und wir sehen jetzt hier auf dem GPS, das ist die Linie direkt Odina, ohne Umwege. Er hat uns jetzt ein bisschen gespart, dass wir erstmal nach Zürich, dann Trasadingen und dann hier wieder rum so einen Haken schlagen. Und ich habe ja Flugfläche 160, das heißt, ich werde jetzt einfach mal noch ein Stückchen steigen. Allerdings der Top of Descent wird dann wahrscheinlich... ja, der wird bald kommen, nehme ich mal an. Ich mache mal Vertical Speed Mode oder machen wir mal IRS Mode? Nee, oder doch, ja. Gut, dann machen wir ein bisschen die Geschwindigkeit runter. So. Damit er hier mit dem Steigen anfängt. Ja, eher machen wir mal Vertical Speed Mode, so, das ist glaube ich einfacher. Machen wir mal etwa 1000 Fuß pro Minute. Jo, so. Gut, wir haben nicht viel Zeit. Der Flug ist kurz. Ne? Ihr seht jetzt, wie wir hier eine ziemliche Abkürzung reinbekommen haben. Das ist aber jetzt erstmal okay. Damit. Wir fliegen jetzt hier mehr oder weniger geradeaus Richtung Odina. Das ist hier. Gersa, Degado, Odina. Das ist ganz hier unten. Achso, wir haben hier den Flugzeug-Catch-Modus. Den schalte ich mal ganz kurz aus. So, dann kann man das sehen. So, hier ist Odina. Und der Top of Descent, wenn wir den Flightplan gefolgt wären, wäre ungefähr hier. Das heißt, ich werde dann, naja, so in etwa auf gleicher Höhe. Ungefähr hier werde ich dann mit dem Descent beginnen. Aber dazu müssen wir uns dann auch erstmal die Route jetzt noch angucken. Ich schaue jetzt gerade mal, ob die anderen
Na, die sind noch nicht da, aber ich schalte mich mal ein, wenn die kommen. So. Ja, schauen wir uns mal das Ganze auf der Navigraph-Karte an. Gut, also wir haben zuerst mal die Star. Da kommen wir ja über Odina rein, das heißt, das ist diese Karte. Und da sehen wir dann hier, da ist Odina. Da kommen wir jetzt etwas schräg. Ich werde dann wahrscheinlich so einen kleinen Bogen hier schlagen und dann sind wir auf Odina. Dort müssen wir irgendwo zwischen Flugfläche 140 und 150 sein. Und nachdem wir keine ATC haben, werde ich dann auch entsprechend zeitnah dann auf Flugfläche 140 sinken. Dann geht es hier weiter Richtung Flughafen. Und so, da bin ich. Hallo Samu. Ich erkläre gerade die Anflugroute. Wir fliegen dann über dem Flughafen, also wir fliegen auf den Flughafen zu. Es gibt hier einen ILS oder besser gesagt ein IGS und ein VOR ist das mehr oder weniger. Das verwenden wir dann auch zum Trecken erstmal. Da geht es dann in Richtung 197 vom Flughafen weg. Wir fliegen eigentlich über die Runway auch drüber und dann in Runway-Richtung. Und der eigentliche Anflug, das ist dieses IGS Runway 01. Man kann auch einen Localizer 01 mit Circling machen, aber der Wind ist mit 2 Knoten, zumindest wenn es so bleibt, ist also im Prinzip unkritisch. Deswegen werde ich vermutlich den IGS Runway 01 machen, wenn nichts dagegen spricht. Und so sieht dieses Prozedurding aus, ziemlich kompliziert. Nämlich, wir kommen von hier oben. Wir müssen aufpassen, dass wir Odina nicht erreichen und ich noch immer zu hoch bin. Wir kommen von hier, wir drehen dann, wie gesagt, Richtung 197, bis wir auf dem Wegpunkt Caldo sind. Den habe ich auch entsprechend einprogrammiert in die Prozedur. Der Wegpunkt Caldo, da fliegen wir dann Richtung 242. Und zwar entspricht das ungefähr DME 9, also 9 nautische Meilen hier von diesem VOA weg. Und dann machen wir eine 180 Grad oder sowas Kurve, also eine Prozedurkurve hier rum. Dort müssen wir dann bereits auf 6000 Fuß sein. Maximal Flugfläche 100, aber eigentlich 6000. 7000 ist übrigens die Transition Altitude. Und da fliegen wir dann hier auf das IGS zu, das dann relativ steil abwärts geht. Das heißt, ich werde dann auch relativ früh, sobald wir hier in dem Bereich sind, werde ich anfangen, den Flieger voll zu konfigurieren mit allem draußen. Denn ab Caldo geht im Prinzip der Sinkflug los. Caldo müssen wir dann bei 5000 Fuß sein. Also vorher machen wir noch die Kurve mit 6000 Fuß, dann Caldo 5000 Fuß und dann geht es hier den Gleitpfad runter bis maximal 2190 und hier sind auch ein paar Geschwindigkeiten, wie zum Beispiel, wenn wir mit, und das werden wir, wir werden mit etwa irgendwo zwischen 140 und 120 Fuß anfliegen, Knoten anfliegen, das entspricht ungefähr irgendwas zwischen 1400 und 1500 Fuß pro Minute, brauchen wir da als Sinkgeschwindigkeit. Aber nachdem wir einen Gleitslope haben, kann ich das auch den Computer abfliegen lassen. Jo, die Minimums für ein Straight in Landing hier, Runway 01. Decision Altitude ist 9%, 8%, achso ja, Mist, Approach Climb Gradient, MLM up to 5000. Wir machen keinen Circle to Land. Das heißt, was heißt das jetzt eigentlich? IGS refer to Minimums, genau. So, 9%, 8%. Ich bin jetzt etwas verwirrt, was das genau heißt. Hallo Bulgarien, grüß dich. Ja, 5%, 2,5%. Ich vermute mal, dass das die Steilheit ist, mit der wir runterkommen. Weiß ich nicht. Ich habe gestern mal den Anflug ganz kurz ausprobiert und ich habe im Prinzip
bei 2900 hatte ich meinen Entscheidungspunkt. Von den Wolken her, das könnte knapp werden hier, ne? Also es könnte sein, dass wir schlechte Sicht haben. Naja, wir werden es ja sehen. Lassen wir uns überraschen. Wie ihr seht, sind wir ja hier auch ziemlich im Grauen drin. Ja, das zu dem Anflug. Ganz einfach. Und ja. Grüezi miteinander. Grüß dich, Claudio. Hallo, was war denn da los gerade? Bezüglich? Hä? Mit dem. Ich war. Mit der Frequenz oder was? Ja, ja. Naja, irgendein Spinner haben wir halt auf der Frequenz gehabt. Ja, irgendwie war das Mikrofon von jemand ständig drin, ich keine Ahnung. Ja, und der hat sich dann auch irgendwie noch aufgeregt, gell? Er hat aber auch komische Sprüche gemacht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass vielleicht war das doch Absicht. Das könnte natürlich sein, ja. Er holt sich Kaffee oder was hat er da gesagt? Get some coffee oder so. Na. Ja. Ach so. Ist auch egal. Jetzt ist er ja weg. Oder Telefon, Telefon hat er auch gesagt. Oh ja, Telefon, Telefon, genau. Ach so. Naja, also, ja, egal. Eben. Genau. So. Hallo, Funky Kai. So, ich hatte eben jetzt auch noch quasi Schwierigkeiten mit diesem Garmin, wegen dem Direct. Mhm. Ja, ich habe zuerst gar nicht richtig verstanden, dass er Odina gesagt hat. Ich war mir eben nicht sicher. Aha, ja gut. Ja, aber ja, beim Garmin muss man einfach aufpassen, wo der hinfliegt. Also er hat jetzt beim Flightplan, da hat er bei mir diesen Caldo LSZA und dann Approach. Approach Golf 01. Ja. Da muss man aufpassen, weil der verliert dann den GPS-Pfad und fliegt dann, schaltet er um auf Heading. Das heißt, du fliegst dann einfach irgendwo, irgendwohin, wo du lustig bist. In die Walahei oder was? Okay. Ja, du musst vorzeitig auf den nächsten Punkt selecten, wo du hinfliegen willst, zum Beispiel Caldo auf der nächsten Ebene. Also du fliegst jetzt Odina an, dann das nächste wäre Lugan. Und dann kommt Caldo. Wenn du über Lugan bist oder einfach das drüber fliegst, das ist eigentlich Lugano, die Stadt selbst, dann kannst du gleich direkt auf Caldo machen. Und zwar nicht Caldo, den nächsten Punkt Caldo, weißt du, wie ich meine, sondern der unter Approach definiert ist, genau. Weil sonst, das ist mir eben beim Testfliegen passiert. Okay, wir hatten ganz kurz Sicht von den Alpen. So schöne Alpen und wir können nichts sehen. Oh, Mist. Ja, ich sehe auch nichts, alles zu. Ja. Schade. Ja. Dich, Storm, habe ich kurz gesehen, wo ich gestartet bin und Richtung Traserdingen zu Lima geflogen bin. Warst du auf meiner linken Seite und bist dann Richtung Süden geflogen. Okay. Hat cool ausgesehen, die Dash. Jo. So, ich werde jetzt gleich mal die Frequenzen eindrehen, die wir noch brauchen. Genau, wir brauchen nämlich die 109.80 war das, glaube ich, ne? Oh, ich habe den Costa vor mir, müssen ein bisschen abbremsen. Was? Ja. Genau, hallo, Funky Kai, habe ich schon mal gesagt. Genau, hallo, ja genau. Habe ich da einen ungestümen Samu hinter mir? Das Wetter-Plugin, ja, das Ultra-Wetter XP ist immer noch im Einsatz. Was ich heute verwende, ist noch das Reshade. Das sieht man jetzt. Da habe ich den MBN drauf per Mail aufmerksam gemacht. Ich habe dann am Anfang ein bisschen gezögert, aber es sieht doch recht nice aus. Also ich kann jetzt das Reshade mal ausschalten. Und so sieht das X-Plane bei mir jetzt standardmäßig aus. Hallo Michael. Und wenn man das Reshade einschaltet, dann hat man wieder quasi schärfere Effekte. Sieht ein bisschen oder sieht mehr natürlicher aus. Sieht wirklich nice aus. Und ich habe das ohne große FPS-Probleme, wobei es zieht dann schon 7 FPS ab, aber naja. Speed is
ist jetzt bei mir über 200, das passt. Ach, so zwischendrin sieht man doch mal den einen oder anderen Berg. Ah, der guckt so raus, ne? Genau. Mhm. Ja, ich hab den, okay. Ich hab einen relativ großen Abstand. Sehr schön. Hallo Justin. In LSZ, viel Spaß bei der Landung in Zürich. Im Landeflug momentan schlägt es meine 757. Er fliegt. 757. Mhm. Okay. Ah gut, wir landen nicht in Zürich, in Lugano. Falls du in Zürich landest. Ah, der Zap Reshade. Ja, das, diese Abstürze, da habe ich eben ein bisschen Angst gehabt davor, vor diesen Abstürzen. Weil es in den Foren so beschrieben war, dass es zu Abstürzen führt, aber ich habe jetzt diese Version 4. Irgendwas installiert. Also eine Version, die vom 11. November oder ja, jetzt gerade neu rausgekommen ist und die hat jetzt bis jetzt keine Zicken gemacht. Das ist eigentlich recht gut. Sehen wir da noch? Ah ja, da ein bisschen Berge sehen wir. Hm? Ja. Leider nicht viel. Leider nicht viel, ja. Ich checke mal das Wetter in Lugano. Costa, mit wie viel Knoten bist du unterwegs? Mit 230 oder so. Okay. War gerade mit 260 unterwegs, ja, das ist ein bisschen schnell. Ja, du bist ein bisschen schneller mit der Dash, glaube ich. Ja. Ich mache jetzt mal einen ganz langsamen Sinkflug auf 140 für die Odina. Ihr habt alle direkt Odina bekommen, ne? Mhm. Ist alle direkt, ja. Jo. Ja. Okay, ich habe da irgendwie, okay, zu viel Gas auf den Triebwerken, sehe ich gerade. Hier die Temperature ist ein bisschen too high. Ich nehme das ein bisschen runter. Ja, jetzt geht es ein bisschen besser. Ich weiß nicht, die Dash hat hier diese Hebel, die müssen ein bisschen einhängen. Ja, ja, da gibt es so die Tents, da wo die so ein bisschen hängen bleiben. Ja, mhm. Genau. Jetzt bei dieser gerade nicht. Ich muss jetzt aufpassen auf die Temperatur, die war ein bisschen zu heiß. Muss ein bisschen schonen. Leider zittern alle meine Achsen, die essen ab. So. Ich habe halt immer noch diesen kleinen Schubhegler da. Joystick, dieses. Ganz fein. Hey, hallo Sammy! Hallo Sammy, grüß dich. Moin Sammy. Ach so, Justin, alles klar. Ja, das Wetter ist anscheinend überall ein bisschen bescheiden. Also irgendwie ist die Schubsteuerung doch etwas komisch. Also ich hab gell? Ja. Ich hab das, bei mir ist sie so bei dir auch? Mhm. Ja. So. 1000. Werde ich ein bisschen langsam. Das ist
Oh, Bergführer. Oh, Alpen. Sehr schön. Kost, ja. Auf deiner linken Seite müsste auch ein Flieger fliegen. Da sehe ich was. Der kommt. Aha. Ja. Ungefähr, ja. Mhm. Hallo, Michael. Ich weiß aber nicht, ob ich den sehen kann. Ich sehe ihn halt auf dem. Ja, ich sehe ihn auch. Radar. Mhm. Ich habe es geschafft, dass Little Navmap jetzt auch Iveo-Daten liest. Ah, oh, okay. Das ging nämlich bis vor kurzem nicht. Ist auch offiziell irgendwie gar nicht vorgesehen, aber ich habe einen Weg gefunden, wie es trotzdem geht. Ne? Hm. So, wir sehen ein paar Berge. Yeah. Soll ich die Sende jetzt auch mal? Ich habe irgendwie Angst, hier zu die senden. Die Berge doch. Naja, du musst dich nur an die vorgegebenen Höhen halten. Da kann fast nichts schief gehen. Aber nur fast, ne? Ja, genau. Aber nur fast. Der Kai fragt, ob ihr auch schon mal dieses Winterpackage für X-Plane ausprobiert habt. Ja, haben wir. Ich bin auch gerade dabei, wieder das irgendwie zum Laufen zu bringen, aber irgendwas funktioniert nicht richtig. Also ich bastel da im Augenblick noch dran. Ich will auch noch mal gucken, ob ich die Autofotos auch so in so ein Winterdings krieg. Mal sehen. Ja, halt, und halt mit den Szenerien ist ein bisschen schade, dass wir dann da ist übrigens der See. Ne? Wie man hier. Genau. Ja. So ein bisschen sieht man. Mit ein bisschen Glück haben wir auch hoffentlich dann die richtige. Also ich habe dieses Wintermod mit den Ortos nicht hinbekommen. Ich musste die Ortos ausschalten. Ja. Ich meine, wenn da Schnee drauf liegt, ist es ja egal, oder? Ja. Ja, sieht man hier nichts. Was ist jetzt? Jetzt hat sich der Autopilot ausgeschaltet, oder was? Ja, ich bin gegen den Knopf gekommen. Entgegen der allgemeinen Meinung, wenn man hier auf den Knopf bei den Schubhebeln drückt, geht nämlich der Autopilot aus. Jo. Ist jetzt nicht gerade sehr intuitiv, aber ist so. So. Ja, Sammy, das wird hart. 350, da liegst du wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Etwa above flight level 100, genau. Ich 1350 bei mir dann, genau. Sobald wir bei Odina sind, biege ich dann links ab und werde dann weiter auf Flugfläche 100 sinken. Der Rima hat schönes Wetter in seinem Helikopter. Ja, das ist aber schön. Wo fliegt denn der? Von Matterhorn. Am Matterhorn. Mit der Zermatt nach Lugano. Auch auf Iveo, oder? Nee. Nicht, okay. Ich glaube nicht. Custom. Okay. Alles klar. Ah ja, ich sehe den Flieger da drüben. Der fliegt auch nach Lugano? Nein. Eine Lufthansa. Oder ist das eine Lufthansa? Ne, Romeo Charlie Hotel. So. Und ich beginne jetzt auf Flugfläche 100 zu sinken. Oder sagen wir mal. Ne, machen wir 100, genau. 100 ist okay. Vertical Speed Mode. Okay. Heute bei mir das zweite Mal, wo ich die Saab lande. Das erste Mal war das erste Empfinden der Saab, das war halt, sie ist ein bisschen zickig. Sie wirkt ein bisschen instabil, finde ich. Sie ist ein bisschen zickig manchmal, ja, das stimmt. Also so für die Korrekturen, so. Ja, es wird lustig. Fliegen wir denn danke, durch? Daniel. Was ich gemerkt habe oder was ich sicher machen werde, dass ich die Geschwindigkeit früh wie möglich drossle, weil dieses Deep Approach nach Lugano, bei der Saab kann man halt nicht, sag jetzt mal, die Schubumkehr einfach einleiten, so wie bei der Dash. Nee. Hab ich's dann wieder gut. So,
bei mir geht es jetzt schon bergab. Wir fliegen jetzt direkt auf Lugano zu. Jetzt auf 140. Gut. Der Zap kann uns einen Rettungshubschrauber schicken. Er fliegt ist ihn. Das lieb. Ja. Ah, gell, Sammy, das mit den vollen Klappen ist sie sehr komisch zu fliegen. Ja, danke. Eben, das hatte ich heute. Ich habe sie bei Flaps 3.5. Und das Steuern war einfach, ja, sehr witschig. Nicht zu langsam werden. Ja. Ich bleibe um die 120 rum, versuche da nicht runterzukommen. Das habe ich mir auch so ein bisschen... Ja, ich reiß gerne... Ich reiß gern bei der Dash die Flaps ab. Da muss ich heute auch aufpassen. Ja, das mache ich. Ich denke bei der Saab. Bei der Saab ist es auch so, dass wenn man da ein bisschen über diese Grenzen gehst, dass dann dir der Simulator das nicht verzeiht. Na, nee, und dann sind sie aber auch weg. Dann. Okay. Dann sind sie weg. Der Dominik Troxler ist optimistisch bei mir, macht das mit 273 FPM. Ratatazon. Jetzt kommen gleich so minus 31 FPM mit der Saab. So ja. Rekordlandung. Ja. Also wir sind noch vor Degat. Aha, er schwenkt bei Degat ein und dann macht er Odino. Ja, super, oder? So, ich die Sende auf von Hand. Ich gehe jetzt in Heading-Modus und fliegt das Ding im Heading-Modus ab. Ja, gerne. Odino direkt, so wie gehabt. Und wir sinken weiter auf 6000. Ending Lights on. Was macht ihr jetzt für eine Runway? Macht ihr einen Circle to Land oder? Ich mache direkt in, weil bisher ist der Wind so schwach, dass es eigentlich kein Problem sein sollte. Außer der Wetterbericht hat sich geändert. Moment. Ja, es ist 3 Knots verbose. Ja, das ist kein Problem. Das mache ich direkt. Und zwar variabel. Also, ja, wurscht. Kommt von überall. Überall und nirgendwo. Man weiß es nicht. So. Okay, ich versuche Zirkus zu Land. Ja, ich auch. Wir sind jetzt gerade über dem Flughafen. Instruments, okay. Und fliegen jetzt bereits in Runway-Richtung wieder davon. Ich sinke auch auf 6000 Fuß gleichzeitig. Wahrscheinlich muss ich das sogar ein bisschen schneller machen. Genau. So. Okay. Bei mir sollen sie sich schon mal anschnallen. Oh, bei mir waren sie den ganzen Flug angeschnallt. Ja, sorry, Leute. Es passiert. So, und dann. Der Costa hat bei einer schwierigen Landung minus 52 Feet per Minute auf 4 Grad geschafft. Wo war das denn, Costa? Bei meinem letzten Flug. Okay. Oh. Nicht schlecht. In das ist echt nicht schön. Bin ich da eigentlich hingeflogen? Ach ja, in Oslo. Aha. Genau. Gut. So, jetzt geht's Richtung 242 gleich. Gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist denn da die Piste? Ach da, okay. Einmal hier wieder. Ja, okay. Macht Sinn, ja. Sorry, ich muss hier was trinken. So, da unten ist wahrscheinlich Lugano Stadt. Vermutlich fast. So, wir sinken weiter auf 5000. Und ich hoffe, dass wir auch gleich Empfang haben werden. Mal kurz den Localizer. NAV-Frequenzen checken hier. Wie weit ist es bei mir noch bis Odino? Ground Speed 259. Okay. 108.90, jawohl. 017. Ich schalte jetzt übrigens beim hier auch wieder um auf VOA-Empfang. Genau deswegen sehen wir auch noch nichts. Jetzt sind wir im V-Log. So, jetzt müssen wir Richtung 017.
links. Wir machen jetzt eine ganze Procedure-Kurve. Na, was hat er mir denn da ein... Ach, verdammt. Okay, ich weiß auch warum. Ja, die Sicht da nach unten ist nicht gerade so hübsch. Leider. Mir kommt gerade, müsste ich hier noch auf 5000 oder auf 6000. Naja. Es hätte noch einmal Joti Jange. Das kann ich mal einmal rum. So. Da unten ist Lugano, jawohl. Okay. So. Und ich arme auch schon mal den Approach. Der Localizer ist nämlich sichtbar, der Gleitslope ist sichtbar. 0, 1, 8. Oh, ist ein bisschen langsam geworden. Jetzt kommen schon mal die Klappen raus. Ein bisschen weiter rechts bleiben, damit wir den Localizer anschneiden. Okay. Die Kurve haben wir jetzt nicht allzu gut geflogen. Oh, du bist vor... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Mhm. Aber ihr müsstet höher sein, also ihr müsst... Ich bin auch vor 100 jetzt, genau. Genau. Ja, also wegen mir müsst ihr keine Sorgen machen, ich bin noch ziemlich weit hinten, ich bin noch vor Rosina. Guck mal aus. 10 Miles. So, ah ja, jetzt, wir fliegen jetzt voneinander vorbei. Jetzt kommt bei mir der Localizer rein. So, der Gleitslope bin ich noch drunter. So. Okay, ich wechsle mal die Höhe bei mir. Nur aufpassen, weil die Geschwindigkeit hat jetzt doch ziemlich abgenommen. Was nehme ich? Depends. Flight Level 150. 6000 diese. Ja, dann gehen wir mit den auf Idle, Flight Idle. So, Localizer ist eingefangen. Und ein bisschen runter mit. Oh oh. Jetzt kommt der Gleitslope runter. Vertical Speed. Aber du kannst es auch gar nicht so sauber anfliegen, also diese Kurve, das geht nicht. So, jetzt wird's spannend. Hallo CMZ Aviation! Warum der Stream nicht angezeigt wurde, weiß ich leider nicht. Hätte ich gestern schon angekündigt. Und jetzt geht's los. Fahrwerk raus. Okay. Also hier vorne ist Odina. Da sollten wir eine 1500 haben. Flight Level QNH ist 108. Das machen wir auch gleich. 1018, okay, da sind wir ein bisschen höher. Was war das? Altimeter 3006. Klappen voll. Na, die Kiste will bei mir hier nicht runter. Das ist nicht so gut. Okay, mit dem Vertical Speed ein bisschen weiter. So. Naja, die Landung wirst du ja nicht verpassen. So. Auch die Landeleisen sind eh noch an, ich vergessen auszumachen. Gut, der Autokursen aus. Ja genau, da gibt es noch eine Checkliste. Die sind Briefing, ja, die haben wir. Protection haben wir, Cabin Pressure. Die sollte stimmen. 3000, ich sehe auch schon die Runway-Lichter. Gecheckt, Box. Ich sehe, kann sie sehen. Ja, da vorne ist der Flughafen, ich sehe die Runway. Sehr schön, wir können landen. Direct Lugan, wir gehen runter auf 110. Oh, Costa. Ja. Ja, ich drehe ab. Bist du mal wieder ein bisschen schnell? Busy. A busy arc. So, heading. Cabin Science on. HB Wolves Set, ja, die sind auf Auto, genau. Super External Lights haben wir noch nicht. Ne, die mache ich jetzt noch nicht. Ich gehe runter.
Lugan, genau. Ja, die Steuerung ist wie üblich typisch explain. Ups. Ich setze mal hier den Bug auf 140, ob ich einen Marker habe. External Lights. Naja, ein bisschen kräftig aufgesetzt habe ich. Okay, aber Hauptsache unten. Und ich schaue, dass ich jetzt hier gleich noch. Komme ich hier runter? Auf eine ich komme hier nach rechts weg, damit du landen kannst. Ja, ich habe jetzt nochmal ein bisschen gedreht. Irgendwie haben sich meine Triebwerke ausgeschaltet, kann das sein? Den Pfad komme. Bei mir haben sich gerade meine Triebwerke ausgeschaltet. Wie gibt's das denn? Okay. Das verstehe ich nicht. Oh oh, was machen wir jetzt? Ich stehe auf der Runway und komme nicht weg. Mist. Moment. Okay. Show Map. Ich setze das schon mal auf 6000. Deppertes Ding. Mei. Okay, lass mich mal hier so. Send 3. Ist er jetzt wieder da? Nee. Ach Mann, was ist denn hier passiert? Bist auf ein Knöpfchen gekommen? Keine Ahnung, ja. Ich habe keine Ahnung. So. Ich verschieb mich jetzt mal von der Runway runter, damit ihr landen könnt. Okay, jetzt Caldo direkt. Wir gehen aber jetzt dieses Caldo an. Yes, activate. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Ja, ich verstehe es gerade auch nicht, was hier. Gut. Was die mir hier machen. Ich muss einfach langsamer werden. Ich bin noch zu hoch. Ja, okay. Autopilot off. Manual. Genau, und jetzt bin ich da auf diesem Approach-Pfad. Wir gehen jetzt da über Caldo, dann machen wir eine Rechtskurve und uns dann noch links eindrehen. Ich versuche dann hier diesen Localizer zu schnappen und werde ungefähr 1,7 Meilen nach rechts ausbrechen mit einem Winkel von... nicht einem... Ich 140. Break off 17. 17. Letztes Mal 7. Okay. Ich bin noch zu schnell. Also meine Landung war jetzt nicht so die tolle. Mal schauen. Ich komme erst gar nicht runter. Wie? Ach ja, das schaffst du schon. Ja. Das glaube ich nicht. Da vorne ist, glaube ich, Milano. Und runter. Jetzt Mailand. Bitte. Der Autopilot hat mir mal wieder, beziehungsweise das FMC hat mir gerade wieder irgendwas Falsches einprogrammiert, sodass ich, ja. Machen wir mal den CRS bereit. Tja, komisch. Also meine beiden Triebwerke sind ausgegangen, einfach so. Ach, da oben sehe ich was leuchten. Wie war der Wind? Problemlos. Samu, bist du das? Dann mache ich einen Circle to Land, das wird ist spannender. Und zwar machen wir CRS 197. Go around. Ich glaube... ja, ich glaube... 197. Genau. Da. Mein Autopilot, ich habe gar keine Route mehr drin. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber... ja, jetzt gebe ich hier mal nochmal... Ich bin immer noch zu schnell. Was ist das denn jetzt? Ah gut, ich mache Circle to Land, das spielt keine Rolle. Ja, heute wird wieder was geboten hier. Was ist denn das hier? Genau, start schon mal den Heli. Ich brauche auch einen Abschlepper hier für den... Kann man eigentlich Beta Pushback auch schleppen lassen? Ja, schleppen. Triebwerke sind auf Idle oder Flight Idle.
Das ist wirklich komisch. Und zwar sind die Triebwerke ausgegangen, als ich in den Beta-Mode, also in den Reverse gegangen bin. Da haben die auf einmal einfach abgeschaltet. Möglicherweise hängt das mit meinen Joysticks zusammen. Diese alten Side-Deck-Dinger, das, naja, würde mich nicht wundern, wenn die, wenn da irgendein Impuls kam, der nicht hätte kommen sollen. Ich muss da abbremsen, ich kann noch keine Flaps. Naja, Landerate war wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse, oder? 428, ach du Schande. Na gut. Man sieht Costa, jetzt. Du bist immerhin runtergekommen. Ja, ja. Ich habe direkt zu deinem Runway gemacht, so, mhm. Und dann bin ich dir jetzt überflogen und jetzt ist der Flugplan weg. Ja. Einfach weg. Warte mal, wo bist du denn? Gucken wir mal. Also, ich habe hier die Crossair kommt, ist jetzt auf dem Weg. Ah, da bist du. So. Du bist jetzt. Du bist über Lugano. Ah ja. Ja, ich drehe jetzt gleich wieder ein. Ich habe mir da wieder was einprogrammiert. Genau. Mal gucken. Und wo ist jetzt. Also ich bin auf Pinek. Ich bin Localizer, 11 Meilen. Ich wechsle jetzt auf Heading um. Mhm. Ja, ich drehe jetzt auch ein. Ich mache das jetzt. Okay, den Localizer habe ich. Wir, gucken uns das mal situativ auf der Karte an. Was ist denn dieses Heading? Ich wechsle auf das Heading. Okay, Speed. Also die Crossair ist jetzt schon irgendwie sowas wie im Anflug. Und die Auer kreist hier gerade über Lugano rum. Und approaching. Genau. Und Localizer. Lock ist geschnapselt. Super. Geschnapselt, okay. Ich sehe dich gar nicht. Glide Slope ist auch geschnapselt. Super, gerade richtigen Zeitpunkt. Okay. Ah, doch vor mir bist du. Habt ihr gemerkt, die reden von Schnapsal. Okay, ich bin jetzt auf dem Descent. Ich bin auf dem Localizer und auf dem Glide Slope. Hier wurde gerade Zielwasser getrunken. Jetzt habe ich noch 10 Meilen. Noch ein. Meinst du, ich schaffe das noch vor dir runter oder soll ich hinter dir rein? Vor schaffst du nicht mehr. Flap 7. Okay, dann muss ich hier per Heading fliegen, ist auch okay. Genau, flieg mal so, wie du gerade fliegst, das ist gut. Und dann ja. Flaps 15. Sonst gibt's Kamikaze. Ja, das wäre nicht so gut. Das klang jetzt sehr überzeugt. Okay, Achtung, Speed. Was macht der da? Was macht der da? Was macht der da? Was macht er da? OS. Decision High. Decision High weiß ich eigentlich nicht, wie es jetzt kann. Ihr seid übrigens sehr nah beieinander, ne? Ja. Ja. Was für einen Pfad fliegst du denn? Traffic. Einen, der in deine Richtung geht. Aber Gott sei Dank ist er noch gut 1500 Fuß unter dir. Das ist aber ziemlich niedrig für diese Gegend, ne? Ja. Ich weiß doch selber nicht, was ich gerade. Was macht mein Autopilot da? Ich habe keine Ahnung. Ich komme irgendwie schon runter. So, jetzt seid ihr erstmal aneinander vorbei. Die Gefahr ist erstmal gebannt. Okay, ich habe kein T-Cos übrigens. Einfach so, dass es weißt. Ach so, ja, perfekt. Da befliegt sich doch viel beruhigter, oder? Ja. Das kann man jetzt so oder so sehen. So, jetzt kommt die Dash. So, und die Land. Die Crossair, meine ich. So. Also, ich mache einen Circle to Land. Mhm. Versuche ich es mal, wenn ich Achso, du kommst von der anderen Seite dann? Mhm. Okay, der Glide Slope. Ich sinke. Wieso sinke ich? Ich bin eigentlich. Der Sammy macht mir gerade eine erschreckende Bemerkung. Welche? Dass ich nicht auf dem Glide Slope bin. Das stimmt, der Diamant war weiter oben und ich sank, ich bin bei 4000. Ich muss mal ehrlich auf die Chart, statt immer zu schwatzen, sorry. Wo ich da bin. Oh, das war schon ein bisschen tief, ja. Jetzt bin ich auf dem am Glide Slope. Ich jetzt auch, ja. Aber okay, da unten ist die Runway. Okay, ich habe es. Ich kann euch gleich sagen, auf dem Glide Slope, wenn ihr dann Sicht habt, ihr müsst nochmal ordentlich einen Dive nach unten machen, weil der Glide Slope ist
Ja, ja, der ist deep, das genau. Ist so. Ich mache aber bei 1.7 einen Breakout. Und zwar mache ich dann einen Heading Richtung, und das wäre jetzt gerade gut, wenn ich das noch einstellen würde, bevor ich da... Da, ich sehe deine Lichter. 042 ist checked und jetzt darf ich nicht mehr weiter sinken. Genau. Da kommt er. Ich wechsle da auf Heading. Ganz sachte. Oh, ich bin viel zu schnell. Gear down. Und ich bisschen zu niedrig. Na, warum hält er jetzt? Ach, die Dash. Eine Zicke. Ich darf nicht weiter sinken. Ich muss auf 2-2 bleiben. 2-2-2200 meine ich. Dann steige ich mal, gebe ein bisschen Gas. So, der fliegt jetzt am Flughafen vorbei. Ich habe Sicht. Ich fliege noch. Ach, das meinte ich mich zickig. Ich schalte den Autopilot aus. Hm? Upsla. Ja, den habe ich ab 2500 Fuß habe ich den ausgeschaltet, sobald ich die Runway sehen konnte. Ja, das war ein bisschen zu tief. Ich muss auf 120 bleiben. Jetzt mache ich mal. Was macht eigentlich unser Samu? Also, du machst direkt auf die 01 oder auch einen? Ja, ja, ich mache auf die 01. Auf die 10. Ja, das ist zu tief, das ist extrem tief. Okay, das könnte interessant werden. Ich muss warum noch zwei ich bin Meilen. Gleich da? Ja, ja. Hey, warum? Ich kenne da noch einen, der gleich da ist. Wie jetzt? Ja, und der von der anderen Seite kommt. Naja, schauen wir mal. 1 miles, 1.6 miles, 1.7. Ich sehe gar nichts hier. Wir down. So auf 2200, wieso sage ich immer 2-2? So oh, da kommt er. Du bist ziemlich niedrig, aber gut, bleib mal so flach. Wer, ich? Ja, ich sehe dich da. Du bist relativ flach. Diesmal, vorher warst du viel zu hoch. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber der... Ich schwenke halt jetzt ein für die Runway. Genau. Ja, ich gebe Gas. Die Crossair kommt nämlich jetzt von der anderen Seite. Das könnte interessant werden. Ja, noch fliegt er in der anderen Richtung. Okay, jetzt dreht er. Okay, du könntest vor ihm landen, du musst aber dann schauen, dass du wirklich schnell von der Runway runterkommst. Flapsful. Ja. Also Samu ist jetzt so gut wie gelandet. Fast. Beinahe. Ich kann diesen Autopilotengeräusch nicht ausschalten. Da ist die Runway und das genau. Ist, oh, das wird aber ganz knapp. Jawohl, jetzt ist da Samu. Ist gelandet. Brems. Am besten hier gleich raus, hier ist ein Taxiway, wenn du es schaffst. Gleich zur rechten, zur linken, das andere rechts. Ich bin jetzt einfach aufs Gras. Ja, ja, auf jeden Fall runter, echt? Denn jetzt kommt der Nächste. Ha, hier geht's ja zu. Ich bin zu tief. Naja, das sieht so schlecht gar nicht aus. Was macht ihr dann? Da ist kein Berg mehr. Kaffeekränzchen auf der Wiese. Das meinte ich mit zickelig. Ah, meine so. Landung war relativ gut sogar. Ja, siehst du das? Ja, die sah auch gar nicht mal so schlecht aus. Reversers, Diesel, 100 knots. Okay, on the brakes, performing backtrack. So, ich guck mal, ob ich meine Triebwerke wieder starten kann. Und ich drehe hier mal. So, und ich schalte wieder den Autopiloten ein, damit er diese nicht so
nicht so rumschwatzt da. Geh nicht. Come on. Genau, bleib einfach so. Ja, das war die Config, passt. Config meinte wahrscheinlich, nee, Ground Operation ist da. Ja, checked. Winglights, da machen wir mal den Transponder, wir sind zwar noch auf der Runway, komm. 318 auf 4 Grad, meine Fresse. Ich vermute, dass möglicherweise meine Joysticks, so, ich habe ab und zu so einen Spiegeleffekt, wo ich der einen Joystick bei den anderen dann durchschlägt. Und wahrscheinlich habe ich mir dadurch die Triebwerke. Und okay. Ja, schon wieder. Was ist jetzt los? Komm. Meine Maschine hat irgendwie keine Bremsen mehr, auch nicht schlecht, der bremst nicht. Doppelklick auf den roten Knopf am Jockey. Super. Ja. Danke, Sammy. Genau. Ich gehe mal so nah ran wie möglich, damit die Leute da nicht so weit fürs WC haben, wenn sie rausrennen. Haben wir keine Hydraulik oder was? Ich kann nicht steuern. Ja, dann mache ich das da mal noch, probiere ich gleich aus. Ja, wir haben keinen Hydraulikdruck. Aha. Schön parkeln. So. Na, was so. Hast du denn jetzt? Das ist immer. Und stopp. Parking Brake set. Jawohl. Dann Engines, Ground Idle, Sowohl, das können wir auch zurückfahren. Dann machen wir Start, Ice Protection ist da, dann holen wir gleich die Standby. Ich kann nicht steuern. Oh, okay. Oh, shit. Wo ist das da? Hier der Ground. Also irgendwas ist kaputt. Okay. Ground Electric Available. Ich scheine keine Hydraulik zu haben, ja. Wahrscheinlich habe ich mir irgendwie die Hydraulik kaputt gemacht. Okay, Lights, Wing, Taxi Lights, alles off, Strobe. Hübsches Städtchen eigentlich, ne? Hallo, ja, gibt's Kaffee? Dann können wir das abschalten. Ja. Hm. Och. Und Doppelklick auf. Ich glaube, ich sollte mich mal aus dem Dings abschalten hier. Ich glaube, ich muss mehr die Videos vom Sammy anschauen, wie er dort so ablandet. So, dann mache ich noch die Türe auf. Los, du könntest gleich rausspringen, Leute. Yo, das war die große, meine zweite Landung. Ja, ich finde sie schon ein bisschen bitchig, also echt. Aber sonst ist sie, ich finde sie extrem nice. Übrigens, das hat mir auch der Sammy darauf aufmerksam gemacht, dass da mal bei X-Aviation Sales war. Mhm. Die habe ich mir dann für $14 irgendwas gekrallt und hatte sie einfach im Hangar für eine ewige Zeit und lange nicht geflogen. Und jetzt hat der Rima eben diesen Flugwunsch gehabt und zuerst stand das im Raum mit Airbus, mit dem Flight Factor, aber das ist dann doch auch wieder ein bisschen zu challenging. Und ja, da habe ich gedacht, ich teste mal von Alten rein nach Lugano und die Saab. Und ja, der Saum ist auch da. Der Costa hat sich schon abgemeldet. Ja, ich musste, weil ich erstmal ein bisschen in die Botanik unterwegs war. Ich habe mir mal Lugano angeguckt, die Häuser und so. Und jetzt auch aus Truppe gelandet, genau. ja, und jetzt komme ich nicht mehr rein in den Niveau. Ist egal. Jo. Ich glaube, ich muss mal mit der Saab muss ich mich mal wieder ein bisschen beschäftigen.
ich habe immer noch nicht raus, warum wir meine Triebwerke ausgegangen sind. Einfach so. Weil beschädigt waren sie nicht. Keine Ahnung. Ja, und ich habe nicht verstanden, warum die Dash da den Autopilot oder dass die Route rausgehauen hat. Ja. Weil es war alles weg und komisch. Ja, möglicherweise, weil du über den Flughafen geflogen bist, dann hat er das kann sein, als Ende des Flugplans angesehen. Ja gut, also. Danke, Derima, fürs Dabeisein und für alle und für unterhaltsam 3 3/4 Stunden hat er geschrieben. Genau. Aha. Ja, 10 nach 10. Dann, genau. Gute Zeit. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, alle. Und ja, ich habe jetzt da wieder ein bisschen Lugano anfliegen dürfen. Ich zeige jetzt ganz kurz noch die Szenerie Lugano, das ist der Ort, wo XP aufgehübscht mit diesem Sim for X Europe, Sim Heaven. Lugano, da ist der. Ach, den Namen schon wieder vergessen, den hatte ich mir heute ins Hirn gespeichert, aber das wäre irgendwie der Lugano. ich glaube da. Da, ja genau, das ist die Swiss Miniatur übrigens. Also wenn ich da falsch liege, ich glaube, da ist die Swiss Miniatur. Da könnt ihr die Schweiz in Miniatur anschauen. Mhm. Ja, so sieht das bei mir auch aus, sage ich mal kurz. Und von da sind wir gekommen. Ja, genau. Und zwar halt leider ein bisschen bewölkt. Das nächste Mal müssen wir mit dem schönen Wetter fliegen, weil dann sehen wir auch ein bisschen mehr Panorama. Aber naja, sei es drum. Aber hat Spaß gemacht. Nochmals danke an alle fürs Zuschauen. Ich zeige jetzt noch im Abspann noch meinen Approach. Und ich wünsche euch einen sehr schönen Abend. Ja, ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen. Ciao. Ciao. Ciao, Kostas Dream. Ciao, ciao. Ja, eigentlich könnte ich mal gucken. Wir könnten ja auch mal gucken. Genau, das mache ich gerade auch. Aber mit Sicht, damit die Katastrophe auch so richtig, richtig gesehen werden kann. Da, ich musste ziemlich steil runter. So. Und dann sind wir aufgesetzt und dann bin ich in den Beta-Rage gegangen und in dem Augenblick haben sich im Prinzip die Triebwerke abgeschaltet. Also die Landung sah so schlimm gar nicht aus. Gut, die Aufsetzrate war ein bisschen hoch. Ja, und dann blieben mir meine Triebwerke stehen. Einfach so. Zack. Jo. Naja. Genau, da sieht man, wie sie einfach ausgegangen sind, weil es Spaß gemacht hat. Gut, also auch bei mir auf dem Kanal, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. REB, hallo, grüß dich. Ich hoffe, du bist nicht gerade erst gekommen, denn leider sind wir schon wieder am Ende. Ist es wirklich schon so spät? Ja, ist es. Und hat Spaß gemacht hier mit dem Claudio zusammen. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.